Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ob nach Zürich, San Diego oder Graz, für Flüge der Lufthansa prangte heute vor allem das Wort annulliert auf den Anzeigetafeln. An den Drehkreuzen Frankfurt und München wurden nahezu alle Verbindungen gestrichen, weil das Bodenpersonal in einen eintägigen Warnstreik getreten ist. Der Ausstand dauert noch bis morgen 6 Uhr. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. Unverantwortlich abgesenkte Mindestrücklage, keinerlei Spielräume mehr für die Krankenkassen. Auch die Pharmaindustrie wird zur Kasse gebeten über einen höheren Herstellerabschlag für bestimmte Arzneimittel. Rund 1 Milliarde Euro soll das bringen. Für die Union der falsche Weg. Wir wollen den Standort stärken. Wir wissen aus der Pandemie, wie wichtig es ist, Lieferketten wieder zu uns zu holen. Deswegen gilt es, Augenmaß zu haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass man das vorher auch in einem Dialog mit der Branche auch diskutiert. Und zum Aktienhandel jetzt zu Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt am Main, wo man mit Spannung heute auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed schaut. Ja, womit rechnet man denn an der Börse? Ja, angesichts der sehr hohen Inflation von 9,1% in den USA geht man davon aus, dass die amerikanische Notenbank die Leitzinsen heute noch einmal sehr, sehr deutlich nach oben setzen wird, voraussichtlich erhöhen wird um 0,75 Prozentpunkte. Dann hätte man einen Leitzinssatz, dort gibt es ja eine Spanne, zwischen 2,25 und 2,5%. Und dieser Leitzins wäre dann quasi fünfmal so hoch wie in der Eurozone. Daraus resultiert natürlich, dass insgesamt der US-Dollar deutlich attraktiver ist, weil es dort eben höhere Zinsen gibt, mehr Geld in dieses Gebiet fließt und das auf der anderen Seite den Euro weiter schwächt, was hierzulande insbesondere die Inflation weiter antreiben dürfte. Denn Importe, die dann eben abgerechnet werden, die müssen natürlich teurer bezahlt werden, weil eben der Euro schwächer wird. Das gilt insbesondere für Energieimporte, also für Europa eine eher negative Entwicklung. Am Frankfurter Aktienmarkt hat das heute keine große Rolle gespielt, obwohl man ja steigende Zinsen auch hier nicht so gerne mag. Der DAX ist sogar im Plus, steht aktuell bei 13.174 Punkten, 77 mehr als gestern. Das liegt allerdings an einigen guten Unternehmensnachrichten, etwa von der Deutschen Bank oder der Deutschen Börse. Diese Einzelaktien, sie treiben heute den DAX nach oben. Dankeschön für diese Information, Klaus-Rainer Jackisch.